So, schönen guten Abend. Wir wollen nochmal gucken, dass wir vielleicht nochmal ein, zwei Trades machen. Und zwar haben wir hier im MetaTrader 5 das Pulse 1.2 geladen. Die neue Version seht ihr, hier steht Zero One Trading. Ne, ein paar Veränderungen drin. Das sehen wir auch hier, wenn wir da drauf gehen. 2021, das ist das neue Update. Und ja, dann schauen wir uns das mal an. Wie gesagt, ich habe jetzt hier noch den Broker Pocket Option offen mit dem, ja, Account, mit dem Demo-Konto, mit dem Promotion-Account, ja, wo wir jetzt auch mal ein Video machen können und wird sich dann im Laufe der Zeit natürlich zum Echtgeldkonto auch umwandeln, also für die Videos, dass wir dann im Echtgeld traden natürlich. Spart mir schon mal eine ganze Menge Hater-Kommentare im YouTube. Natürlich gibt es dann auch immer noch die, die fordern, dass der Notar neben mir sitzt jedes Mal. Aber man soll mal die Kirche im Dorf lassen. Wir sind hier immer noch bei, beziehungsweise jetzt mittlerweile auch bei Instagram. Ja, im Grunde reicht, um das zu zeigen, würde der MetaTrader reichen. Als solches völlig. Ja. Wenn wir hier ein Signal bekommen, um zu zeigen, was ist passiert, wo ist es passiert, also das letzte Signal, das habe ich sogar selber noch mitgetradet eben, ja, war hier das gewesen, ging in die erste Erhöhung leider, aber mein Gott, wir sind hier im Bereich M2, da mache ich noch mal ein ganz eigenes Video dazu, wie sich das verhält. Das hatte ich, das ist zu lang, wenn wir das jetzt hier noch mit reinbauen. Ne? Wir wollen jetzt hier Trading machen, Punkt. Also mit Timeframes und Trefferquoten und sonstiges, ja, über das Pulssystem. Und wahrscheinlich auch viele andere. Naja, hier sehen wir, hier hatten wir das Signal. Wir waren hier im Dollar-Yen. Da ist jetzt im Moment auch nicht mehr viel Marktbewegung. Ja. Waren wir auf hier auch 0,1, meine ich, bei. Ja. Und ja, dann ging halt hier runter. Sind hier im 2-Minuten-Chart. Also ideal ist, finde ich, ist 5, aber dann ist natürlich die Signalfrequenz ein bisschen geringer. Deswegen nehmen wir die Videos hier immer M2. Ja. Nehme ich auch zum Traden, warum nicht? Ja. Wobei das andere mir lieber ist, ändert aber bei mir meistens nur den Einsatz. Ja. Dass ich bei M2 20 Euro setze und bei M5 50 Euro oder so. Ja. Ganz einfache Mathematik jetzt mal. Und ja, wie gesagt, ich habe hier jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 Assets offen. Die könnte man jetzt natürlich dann anpassen hier an die höheren. Und ja, wie gesagt, vielleicht noch ein paar hinzufügen. Ich bastel da einfach mal zusammen. Gehe ich natürlich auf Pause, dass das Video nicht unnötig lang wird. Und dann schauen wir mal nach einem Signalchen. Gucken wir mal, wie, wo, was. Und dann gehen wir mal in Tradie-Wadie, ne? Alles klar. Ach so, das wollte ich euch noch zeigen. Hier ist natürlich die Currency-Indikator. Currency Strange. Da sehen wir hier die einzelne Währung als solches, wie sie, wo sie sich befindet. Ja. Und hier sehen wir das Währungspaar. Man kann im Menü viel einstellen. Ich habe es schon gesehen. Also ich werde das nochmal überarbeiten in puncto Benutzerfreundlichkeit. Nochmal mit ein paar Überschriften, vielleicht auch auf Deutsch verfasst. Ja. Das ist, ja. Noch etwas roh. Machen wir die Version 1.4. Also die Versionen sind gestiegen, da wir das am Anfang getestet hatten. Da war eine Aktualisierung in der Version 1.0 pro Tick. Ja. Seht euch das mal an. Pro Tick mal, manche Leute haben hier 30 Assets offen, mal 30. Also das war der Wahnsinn. Ja. Das hat so viel Performance verbraucht vom PC. Und das geht überhaupt nicht mehr. Also bei mir nicht. Und dann wurde es umgestellt auf nur noch Candle Close, also x Sekunden bevor die Kerze schließt im aktuellen Chart. Die wäre hier in 2 Minuten. Ne? Und das wäre jetzt hier bei 60 Sekunden vor, also bei der Hälfte, bei der halben Kerze tut es sich aktualisieren. Und nochmal vorm Trade. Also ich habe es hier 15 eingestellt. Wer schneller ist, kann es auch auf 8 Sekunden stellen oder 10. Dass man nochmal weiß, okay, ich gehe den Trade jetzt ein oder ich gehe ihn nicht ein. Jo. Damit spart man sich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Leistung, die hier, also RAM und CPU-Leistung, die hier verbratzt wird. Ne? Sieht zwar schön aus, wenn sich das die ganze Zeit bewegt und das rutscht mal hoch und das mal runter, aber dafür sind wir ja nicht da. Ansonsten ist noch ganz interessant, zum Beispiel hier oben bei Show Currencies, wenn man unser False macht, sieht man nur noch das Aktuelle.
Und bei Show Chart Pair sieht man nur die oberen. Das ist natürlich blöd. Man will ja wenigstens das aktuelle wissen. So kann man sich das auch anzeigen lassen. Aber ich wüsste immer ganz gerne, wer ist quasi, wer ist hier der oben, ne? Der am stärksten irgendwie in einem Trendmarkt ist, ne? Oder das wäre die Währung mit der größten Stärke, ne? Wäre jetzt das Pfund. Ja, und hier das Schwächste wäre der NZD. Und das hier ist natürlich Mathematik. Hier sehen wir Dollar, 3,7, 3,6. Da muss man gucken, was steht hinten, was steht vorne. Ja, also vorne steht USD. Ja, also nehmen wir 3,6 minus 3,7 gibt minus 0,1. Jetzt ist es umgeswitcht. Und zwar die 15 Sekunden. Und da sind wir genau auf 0. Also sie sind relativ gleich. Ja. Gut, Fransen am Mund. Dann setze ich mal den MetaTrader. Mache ich mal hier ein neues Profil extra für die Aktion. Und dann packe ich mal ein paar von den höheren Renditen rein. Wobei das jetzt im Demokonto eh Wumpe ist. Wir wollen ja einfach mal einen Trade machen. Ja? Mal gucken und wie und was und so nicht. Und da müssen wir jetzt keine Wissenschaft draus machen. Aber ich bereite es mal vor. So, da bin ich wieder. Also, haben wir das jetzt eingestellt. Ich habe hier aber jede Menge, also bis 68% außer den Euro, Singapur, Dollar, den haben wir jetzt nicht dabei. Wirklich auch Assets dabei, die ich sonst eigentlich gar nicht so auf dem Schirm habe. Aber wir gucken uns das mal an. Und ja, auf dem zweiten Monitor habe ich jetzt hier meinen, Entschuldigung, den Broker und würde das dann einstellen und wir traden dann hier. Ich ziehe es dann rein, wenn es soweit ist, ne? Gucken uns das aber erst im MetaTrader schön an. Besser als jetzt hier das alles noch zu halbieren oder so, ja. Das schieben wir dann einfach hier rein und können das ja dann. So. Ja, dass wir auf jeden Fall hier die Kerze sehen. Und gehen dann den Trade in 2 Minuten ein. Wie gesagt, es macht keinen Unterschied, ob wir das jetzt nehmen oder this one. Auch nicht von den Renditen. Da gibt es keinen Unterschied. Nö. Gut. Ah ja, dann würde ich sagen, mir ist am liebsten so, 2 Minuten. Und wir stellen das Asset dann ein, was wir traden. Bin ich auf Pause, komme ich wieder. So, jetzt haben wir ein Signetchen bekommen. Im Euro-NZD, im Out-NZD. Also ich habe jetzt hier den Auto-Stop gar nicht drin, weil ich dann eher von Hand zurückgehe als vor. Ja. Kann jeder machen, wie er möchte. Ja, wir sind jetzt hier im Out-NZD. Wir sehen natürlich wahrscheinlich, ne, ist das auf NZD basierend das Signal. Und ich switche ja immer hier. Wir haben hier STG und Tab, ne? Oder STG, Shift und Tab. Hier haben wir halt stärkere Buy-Signal. Dann nehmen wir den Euro-NZD. Gehen jetzt hier hin. Nehmen uns den Euro-NZD-Lümmel vor. Ja. Hier ist alles eingestellt. Und dann gehen wir in den 2-Minuten-Trade ein, wenn er bei 0 ist. So, den haben wir ziemlich gut erwischt zum Start. Und er, ja, tut erstmal, was er soll. Aber interessant ist natürlich, was macht er nach 2 Minuten? Und da ist viel Bewegung ja in beide Richtungen möglich. Aber zumindest haben wir uns an unsere Strategie gehalten. Ja. Wir sehen jetzt hier, da haben wir schon nochmal ein Signal nach, ne? Direkt beim Kerzenstart, ne, sind wir halt noch im Alarmbereich gewesen. Ne? Und ja, gucken wir mal. Das sind beides Assets, die ich normalerweise nicht trade. Ne? Also die würde ich jetzt im Echtgeld auch nicht traden. Darin bin ich sehr defensiv geworden, weil es einfach keinen Sinn macht, zu aggressiv, zu leichtsinnig da rumzumachen. Ja? Und dann kommt wirklich immer der eine Tag und dann seid ihr am Arsch. Ja? Lieber defensiv. Und dann auch wenn es mal ein guter Tag wäre. Ich hätte mit
mit Larifari hier, PI1 und Rücklauf und ach, scheißegal und so, würde jeder Trade sitzen. Gibt es so Tage, ne? Da kannst du machen, was du willst. Ja, da sitzt jeder Trade. Dann gibt es aber Tage, da musst du aufpassen. Und ja, da habe ich mir eine sehr defensive Trading-Variante oder mein Trading-Style so, ja, der hat sich so ergeben, ja, der hat nicht angeeignet, aber der hat sich gut halt einfach so, dass man sagt, okay, der macht das nicht und das nicht und das nicht, um das und das auszuschließen. Und hatte natürlich einen Tag, wo der andere macht 30 Trades, diesen drin, machst du halt deine 4 Trades nur. Aber ist okay. Mehr braucht man nicht. Wenn es 4 gute sind, reicht es doch. Und die habe ich dann jeden Tag. So, der ist dann ETM, ne, würde ich sagen. Im Geld. Ja, also das finde ich eigentlich ist ganz gut. Hier mit dem 2 Minuten besser als dieses hier und so mit rückwärts und rechnen und schwerer Mathematik. Ja, und da kommt es dann halt drauf an, auch manchmal bin ich eine Sekunde früher oder später rein. Das ist doch einfach. 2 Minuten und fertig. Ja, das ist schön. Müsst ihr natürlich aufpassen, wenn ihr erst 10 Sekunden später reingeht, dann seid ihr auch 10 Sekunden nachher länger drin, ne? Also seid genau 2 Minuten drin. Nicht bei Kerzenschluss raus. Was ist besser, was ist schlechter? Muss jeder selber wissen, ne? Also ich finde das jetzt eigentlich ganz angenehm, wenn man zum Start direkt auch natürlich reingeht. So, dann gehe ich noch auf Pause. Gucken wir mal, vielleicht kriegen wir noch einen. Jetzt haben wir gerade mal 12 Minuten. Video soll ja auch ein bisschen was hergeben, ne? So, es geht weiter. Oh, das war aber jetzt knapp. Also so schnell bin ich dann auch nicht. 2 Sekunden vor Ablauf der Kerze. Da könnten wir natürlich jetzt mal gucken. Gehen wir bei den Broker. Dollar Cut stellen wir uns ein. Oder wenn das ganz sein. Nehmen den mit. Hier sehen wir, das ist der Out Cut. Er ist auf minus 2,4. Dann nehmen wir den. Habe ich hier Favorit gesetzt? Out Cut. Wir können auch sagen, wir lassen es hier einfach mal nach der Reihe anzeigen. So, also ist mal schneller mit dem Gucken. Seht das Signal zurückläufig. Muss natürlich bestehen bleiben. Oh, klar. Das ist A und O, ne? Was ich jetzt eben hätte probiert, das wäre halt, dass wir auf dem Dollar Cut sind, in der Hoffnung, der läuft nochmal zum Start zurück, dass wir noch einen Einstieg finden. Ne, dann hätten wir natürlich dann nicht 2 Minuten getradet, sondern hätten gesagt, okay, bis zum Kerzenende. Aber jetzt, hier haben wir auch Cut, Cut Yen, das sieht sogar sehr schön aus. Ne? Ach, den nehmen wir mal. Cut Yen, der gefällt mir. Ja, vom Ganzen, wir sind nämlich da auf einem, ich meine, das ist entweder das Tageshoch oder das Yesterday Hoch. Oder tief. Aber hier haben wir ein schönes Signal, aber uiuiuiuiui. Na egal, den nehmen wir mit. 2, 1, tack. Trade eröffnet, also rasend schnell sind wir hier drin. Auch im Echtgeld und Outcut, nein, den wollen wir nicht. Klar, bei so viel Assets und M2 ist es dann schon fast schon wieder sinnvoll. Hier sehen wir eine Cut, 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 ne? Dass wir sagen, entweder diesen da oder wir machen den Autostop rein. Gucken wir mal. Bleiben wir auf jeden Fall jetzt erstmal hier drauf. Hier haben wir auch, wir sehen, eine Buy-Variante, aber wir sehen auch hier Cut, Cut, Cut. Und ihr werdet feststellen, in meinen, was ich sonst rede, ist kein einziger Cut dabei, ist kein einziger Franke dabei. Manchmal ist der Out-Cut noch dabei, weil der beim Broker manchmal als eine der wenigen Assets ist, die dann 99% haben, 98%, manchmal 100. Deswegen habe ich den Out-Cut dann manchmal mit da vorne, allein auch, weil er dann halt diese hohe Rendite rausspuckt. Da ist es aber auch beim Out. Meistens so, hast du ein Signal, hast du alle.
alarmiert der Out, Cut der Out, Yen der Out, Dollar der Out, bla 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 oder der Pfund Out oder so. Und ja, aber schauen wir mal. Ja, bis jetzt ist er doch noch gut im Rennen. Was wollen wir denn hier den Cut Yen so schlecht machen? Hat natürlich noch 30 Sekunden. Wenn wir jetzt hier sehen, auf die Linie geht man einfach mal drauf mit der Maus. Steht da YS, also Yesterday's Highline. Ja? Das gestrige Hoch war hier. So, jetzt gehen wir wieder zu unserem Broker. Oh, nee, komm. So, leider hat es nicht funktioniert. So ist das mit dem Cut. Aber wir sind jetzt in den nächsten Trade. Ich habe einfach mal verdoppelt. Ja. Also gar nicht mit Martingale. Wir haben hier auch einen Calculator auf der Seite. Oder wieder den Calculator auf der Seite. Muss das mal ein bisschen ordnen hier. Wir haben hier die Startseite. Hier die neue Aktion. Den Shop. Partner Broker. Social Medias. Martingale Rechner. Kontakt, Impressum und wenn man hier drauf geht auf den Shop, natürlich auch die dementsprechenden AGB und Datenschutzerklärung dabei. Genauso wie. Na, das hat man ja noch. Das ist wieder. Nee, alles gut. Also, alles gut. Impressum und Kontakt waren auch mal zusammen. Aber das wird wohl wieder behoben. So, was macht der Rabauke? Schießt nach oben. Also, ich glaube, ich werde dann danach erstmal ein Infovideo machen, allein über meine Erfahrungen und vielleicht kann man auch noch was zusammentragen, was andere Leute so gesammelt haben im Laufe der, ja, der Jahre, kann man ja schon fast sagen. Und ja, sind wir hier beim Cut Yen. Könnt ihr gleich mal gucken, wie die anderen ausgegangen sind. Haben wir noch ein paar Sekunden. Ich gehe mal auf Pause, komme gleich wieder. So, da sind wir wieder. Der war drin. Naja, erster Höhe ist auch nicht das Schlechteste. Aber wie gesagt, ich zeige euch dann nochmal, was ich am liebsten drehe. Natürlich Euro ist Dollar, klar. Und die großen Assets. Und selbst wenn man da einen Cut mal mitnimmt, ist ein Euro-Cut oder so, ne? Reicht meistens völlig. Wir haben es ja hier gesehen. Entweder einer oder alle, ja. Keiner oder alle. Ja, und da haben wir uns dann einen rausgesucht. Guck mal, im Euro-Cut gerade. Hier sehen wir, der kam auch mit der. Das war der ursprüngliche Trade. Hier war das Signal, der ursprüngliche Trade. Dann kam er. Ja. Hier waren wir minimal im Buy. Und, aber wir haben uns dementsprechend jetzt das Richtige rausgesucht, wo wir von der Currency Exchange am besten beraten waren. Jo, dann mache ich auch mal Schluss. Haben wir wieder unsere knapp 20 Minuten. Das ist eine verkraftbare Zeit. Ja, 45 ist zu lang und für 5 Minuten mache ich kein Video. Es sei denn, ich werde TikToker und fange an zu tanzen. Dann reicht auch eine Minute. Aber ich glaube, so weit ist es noch nicht gekommen. Ja. Und jo. Dann als nächstes folgt ein Infovideo, das ich nochmal machen wollte mit dem Puls. Und dann traden wir weiter. Und ja, wie gesagt, wichtig ist, wer den Indikator haben will, über die Aktion sich zu melden. Und das kriegen wir rucki-zucki geregelt. Es sei denn, er kommt am Samstag oder Sonntag. Dann dauert es bis Montag. Aber wir schaffen das. Ciao, ciao.